Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sehen gerade, wie Marvin Braun sich sein Frühstück zusammenstellt. Moin, Brauner. Lecker, lecker. Guten Morgen. Dankeschön, Brauner. Diese Leckereien gibt es hier also. So ein Obst. Wenn man jetzt weitergeht, sieht man die Jungs beim Frühstück. Einige sind heute Morgen schon gelaufen. Andere durften etwas länger schlafen. Das wird sich diese Woche aber noch ändern. So geht es uns also hier. Wir stärken uns jetzt, damit wir gleich beim Training Gas geben können und melden uns dann wieder. So, der Bussi hat uns jetzt gerade zum zweiten Training gebracht. Er freut sich auch schon. Ich zeige euch jetzt mal den Weg vom Bus zur Kabine. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, Hertha BSC Berlin trainiert schon. VfL Osnabrück ist gerade angekommen. Hertha BSC-Fans. Die Mannschaft von Hertha BSC Berlin, gegen die wir ja am Samstag auch spielen werden. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Trainer kriegt noch ein paar Informationen. So, hier geht es auch schon rein in unsere Kabine. Oliver Schuppin im Fachgespräch mit Thomas Zichon. Genau. Und dann werden wir weg. Und das ist unsere Kabine. Die ziehen sich um. Ja, dieses. Machen sich trainingsbereit. Wie ihr auch sehen könnt, das Wetter ist heute nicht ganz so gut. Aber passt schon. So kalt wie in Deutschland ist es nicht. Einen schönen guten Abend. Heute haben wir zwei Spieler, den Henning einmal und den Gaetano Manno. Wir freuen uns, dich in unserem Kreis willkommen zu heißen. Und ja, jetzt ist es dein Turn, Henning. Stell mal ein paar Fragen. So, Gaetano, schön, dass du wieder zurück bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin froh, wieder bei der Mannschaft dabei zu sein. Die Zeit war zu lang, weg zu sein. Hör mal gerne, dass du wieder bei der Mannschaft sein möchtest. Was sagst du? Was ist mit deiner neuen Frisur los? Ja, ich denke, dass ich letztes Jahr viel verletzt war, weil ich einfach ein neues Glück versuchen wollte. Deswegen habe ich die alle mal abgeschnitten. Ein Neuanfang sozusagen. Ein Neuanfang. Ja, Neuanfang ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wann glaubst du denn, wann du wieder richtig in die Spielsituation eingreifen kannst? Das möchte ich jetzt so nicht sagen, aber ich denke, dass ich nach Marbella irgendwann wieder einsteigen werde. Das würde uns freuen. Wir wünschen einen schönen Abend noch. Das wünsche ich euch beiden auch und danke für das Interview. Okay.